Jo Leute, ich begrüße euch zurück zu Starbound und endlich funktioniert dieses Spiel mal wieder. Also, letzten Parts, die haben echt nur Probleme gemacht, muss ich sagen. Gerade jetzt die letzten beiden Parts, die haben echt nur Probleme gemacht. Ich hoffe, jetzt geht's einigermaßen reibungslos weiter. Beim letzten Part, ich weiß gar nicht, ob ich den online stelle. Auf jeden Fall beim letzten Mal, als ich gespielt habe, ich kann euch ja mal eben aufklären, war es so, da sind wir auch auf diesen Planeten hier gegangen und da habe ich eine Burg gefunden. Ich glaube, die müssten wir jetzt auch mal wiederfinden, weil ich die noch nicht untersucht habe und da vielleicht ganz schöne Schätze bei sind. Deswegen wollen wir uns die natürlich nicht entgehen lassen. Hier mal ein bisschen was zum kaputt machen. Ab nach oben. Und ja, ich bin immer noch im Weihnachtslook, weil ich keine Rüstung habe. Und hier ist schön was zu holen. Das können wir abbauen. So. Die Türen brauche ich jetzt direkt noch nicht, aber wer weiß, vielleicht ja in Zukunft. So, sorry, ich musste mal eben mein Headset hier richtig machen. Und ich habe keinen Platz im Inventar. Was können wir denn mal weglöschen? Hier ist so viel Deko-Zeug, was ich unbedingt behalten will. Wartet mal kurz. Ich beam mich mal kurz rauf und dann mache ich mal was. Und zwar erstmal Fleisch kochen. Und dann, ach, Holz. Hier, Kohle. So. Und wir setzen das noch drauf. Ach komm, die 7 Holzstücke. Nee, Quatsch, darauf. So. Dann haben wir das schon mal weg. Das können wir auch wegtun. Die Kohle können wir auch mal zum Fuel reinziehen. Fleisch ist fertig. Das kann weg. Das kann weg. Ich habe noch jede Menge zu schmelzen. Wartet mal kurz, ich nehme das mal eben raus. So, und dann schmelze ich erstmal kurz die Sachen. Das ist jetzt ziemlich langweilig, tut mir auch leid, aber es lohnt sich jetzt auch nicht deswegen auf den Planeten zu gehen. So, nee, Moment, das kann da drauf. Okay. Das hier, dann gehe ich mal kurz hier hin. Und zwar tue ich dann, Moment, ha, ich weiß, was ich mache. Wir bauen jetzt mal ein bisschen auf unserem Schiff rum, und zwar nehmen wir die Treppen. So. So, und dann Kisten. Kisten. So, habe ich nicht noch mehr davon? Ich guck mal gerade, ja, hier habe ich noch eine. Eine nur? Was ist das denn? Hier habe ich noch große, hier habe ich noch welche. Geht doch. So. Na okay, passen eh nur 4 Stück hin. Aber das ist nicht schlimm. Wir können ja... wo sind die Treppen? Da sind die Treppen. Wir können ja hingehen und hier das gleiche machen. Ah, scheiße. So. So, perfekt. Und da hingesetzt. Dann würde ich sagen, werden wir erstmal die ganze Deko-Scheiße los. Alles, was wir jetzt nicht brauchen. Die Sägen brauchen wir jetzt nicht. Flutlichter brauchen wir nicht. Das hier, was das auch immer ist, brauchen wir nicht. Die Statue hier. Keine Ahnung, was das ist. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Das können wir löschen. Die Toilette brauchen wir jetzt auch nicht. Die Propeller auch nicht. Die Karte auch nicht. Oh, das brauchen wir auch nicht. Aber schön zu wissen, dass wir es haben. Den Sarg auch nicht. Ich gehe mal kurz. Ja, wusste ich doch, ist fertig. Okay, ich habe noch Eisen. Dann gucken wir mal, was haben wir noch? Wir haben ja noch Avian Chests. Die behalte ich mal. Vielleicht können wir die ja gleich setzen. Die Kisten brauche ich jetzt auch nicht.
Wir haben so viel Zeug, was wir jetzt gar nicht brauchen. Hier die Bänke brauche ich jetzt gerade gar nicht. Was haben wir hier? Fackeln, die ich jetzt auch nicht brauche. Das brauche ich auch nicht. Das jetzt auch nicht. Da ist die Kiste auch schon voll, aber das ist gar nicht schlimm. Wir haben ja genug Platz. Ich meine, wir haben ja einige Kisten. Hier haben wir einen schönen Ofen. Den will ich auf jeden Fall mit in mein Haus bauen. Was haben wir hier? Eine große Kiste. Die nehme ich mal nicht mit. Bandagen. Stühle. Oh, ich habe Hunger. Meteoriten. Antennen. Springbrunnen. Und so weiter und so fort. Also ich habe wirklich viel Zeug gesammelt. Auch übrigens in dem einen Part, wo leider keine Tonspur dabei war. Da war einfach das Problem, dass ich tatsächlich dann vergessen habe, die Tonspur aufzunehmen. Das passiert mir jetzt aber nicht, zum Glück. Aber naja, na, ihr wisst ja, wie es ist. Nee, ich würde sagen, Waffen behalten wir für was anderes. Ein Bett kann auch erstmal weg. Ich bin ja jetzt erstmal hier am Erkunden. Heißt, ich habe jetzt nicht vor, hier groß irgendwie umzuziehen. Außer ich habe halt wirklich den einen Planeten gefunden. Aber sonst bin ich so eine kleine Nomade momentan. Und sind ja einfach nur so ein bisschen unterwegs. Türen haben wir ohne Ende. Also ihr seht, wir haben wirklich Einrichtungsgegenstände ohne Ende. Das ist jetzt die dritte Kiste mit Einrichtungsgegenständen. Das ist schon nicht schlecht. Also wir können uns auf jeden Fall was Feines bauen. Ich hole nochmal das Holz raus. Ich habe nämlich gerade gesehen, ich bin auch Gold. Natürlich dann auch sehr gut schmelzen. Auf die Kohle, fertig, los. Nein, natürlich nicht. So, dazu gepackt. Gold abgeholt. Holz wieder mal rein. Und jetzt geht's dran. Erstmal muss ich mich kurz richtig hinsetzen. So, ich muss mal hier meine Let's Play-Haltung einnehmen. Das ist Platinum und das ist Silber. Okay, ja, die sehen sich, eigentlich sehen die sich voll ähnlich. Aber gut, was machen die Blauen eigentlich, diese blauen Liquids? Ich nehme mal eine davon, ich werde schon nicht sterben. Jump Boost, oh, das ist natürlich auch schön zu wissen. Die heben wir uns auf jeden Fall auf. Die gelbe macht ja, dass man glüht. Hier haben wir noch Stein. Hier haben wir auch noch Stein. Können wir die gerade mal umändern? Nee, dafür brauchen wir scheinbar Werkzeuge. Die Kiwi. Kiwi können wir eigentlich mal behalten, weil wir die essen können. So. Hier haben wir Stein. Die ganzen Materialien. Sand. Die Kisten brauche ich auch gleich noch. Copper-Plattform. Kann man die einschmelzen? Ich glaube, so weit geht das Spiel nicht, oder? Nee, kann man nicht. Schade. Das wäre doch auch mal was gewesen. Aber gut. Dann würde ich sagen, die Taschenlampe. Das Fleisch setzen wir mal nach da oben. Hey, ich habe 2 Taschenlampen. Ach, dann können wir die hier ja löschen. Was sollen wir denn damit? Haben wir jetzt hier noch irgendwas, was wir verwenden können? Also die Chests. So. Die können wir ja mal eben da hinsetzen. Dann können wir auch gleich hier in die Kiste reinpacken und die Kapperdinger, Cover. So, die Bandagen tun wir da rein. Dann müssen wir auf jeden Fall wieder ein bisschen uns ranken und so suchen, damit wir dann auch uns ganz sicher mit Bandagen eindecken können. Ich habe gerade mal geguckt, was wir hier noch haben. Ich habe hier auch so viel Zeug noch. Betten habe ich hier. Lichter. Schon einiges an Zeug gesammelt, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Weiß ich gar nicht, was ich gerade sagen wollte.
Ja, doch, natürlich. Ich wollte hier rüber gehen. Und zwar wollte ich hier alles einsacken. Und ja, ich nehme auch die Sirene mit. Die hat zwar jetzt noch keinen Platz in meinem Kopf, beziehungsweise was heißt in meinem Kopf? Sowieso nicht, aber ich überlege mir halt immer gerne schon mal, was ich mit den einzelnen Sachen machen würde, könnte. Oh, der ist böse. Der hat aber keine Chance. Und die Sirene, ich glaube, na, ich weiß nicht. Vielleicht bauen wir die irgendwie so in den Keller oder so. So partymäßig. Wer weiß, mal gucken. Geil wäre natürlich, wenn man durch einen Schalter diese Sirene an- und ausschalten könnte. Das wäre natürlich richtig fett. Dann würde ich das irgendwie in so einen Raum reinmachen. Und dann immer, wenn irgendwie was ansteht oder so, irgendwie Action ist, dann kann man das ganz schnell mal aktivieren und dann ist man gerettet. Nein, aber dann hat man halt einfach so eine kleine Spielerei. Ist es hier drin? Ein Hammer. Brauche ich mal nicht hier. Ich kann den löschen direkt. Aber die Kiste nehme ich mal mit. Kann ja eigentlich so gesehen nie genug Kisten haben. Man hat ja immer irgendeinen Scheiß, den man dann da wegpacken muss. Und ich muss sagen, also, es kam mir so vor, dass auf jeden Fall. Ach, was habe ich denn da benutzt gerade? Es kam mir auf jeden Fall so vor, dass das Spiel auf jeden Fall seitdem, ich sag heute voll oft auf jeden Fall. Sorry, Leute. Ja, es kam mir so vor, dass seit dem Update, was jetzt am 23. war, also ist schon ein bisschen her, dann auch da Probleme aufgetaucht sind mit Abstürzen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob seitdem wieder ein Update rauskam und ich das einfach nicht runtergeladen habe. Ich werde auf jeden Fall nach der Aufnahme mal gucken gehen. Und hier bin ich auch schon gleich bei der Burg, wenn ich das richtig sehe. Ja, ich werde auf jeden Fall dann mal gucken, ob seitdem noch mal ein neues Update kam. Ja. Wenn keins rauskam, dann muss ich sagen, hoffe ich darauf, dass da jetzt die Tage mal was kommt, weil na, die sind böse. Guckt euch das an. Blockt, Alter, was ist mit dir? Gib mir das Schild. Der hat irgendwas fallen lassen. So kann man die austricksen. Die sind auch gar nicht so krass. Also, ich sterb jetzt, weißt du. Das ist dann wieder typisch. Weißt du, die sind gar nicht so krass. Aber ich gehe halt drauf. Was ist das denn? Silly Protector. This item needs to have a description set. What the fuck? Kann ich das hier? Nein, das kann ich nirgendwo reinsetzen. Kann ich das benutzen? Moment mal. Nö. Ist das so ein schildmäßiges Ding? Oh mein Gott, 16 Schaden. Wie viel hat das? 11. Was macht die Axt denn für einen Angriff? Oh, die haut schon mal extrem langsam zu. Ich werde die mal benutzen. Ah, naja. Hat es jetzt nicht so gebracht. Was ist das hier? Ist das so ein Schild? Wenn ja, ist das scheiße. Who cares? Wir nehmen die Axt. Ui. Also, die Axt hat gerade schon ganz schön deftig dem Typen aufs Maul gehauen. Und ich habe wieder eine Waffe bekommen. Und zwar hier die Axt. Oh, 4 Schaden. Die können wir löschen. Was wir nicht löschen können, ist das hier. Geile Wanddeko. Deswegen wollte ich auch eigentlich hier hin. Tatsächlich wegen der Wanddeko. Ich mach mal eben was. Ah, die habe ich jetzt rausgetan. Die Pistole. Scheiße. Geht weg, ihr stinkt. Ha, der ist down.
So, den hätten wir auch. Und ich baue hier alles ab, Leute. Boah, ich finde diesen Style richtig geil. Und wir haben 15 Minuten, aber ich glaube, ich mache 20 Minuten. Gerade auch die Fackeln, das sind ja Metallfackeln, also Glitchfackeln. Da Glitch steht hier ja für Roboter irgendwie so. Oder Roboter, keine Ahnung. So, hier sind auf jeden Fall geil. Ey, hier ist auch noch eine Rüstung und alles. Hallo, bleib ruhig hier. Wow. Alter, ein König, was ist denn da los? Ein goldener Ritter. Wenn ich mal nicht down bin. Oh, scheiße, wie viele. Oh shit, ich bin down. Geht down. Oh fuck, aber hier ist übel viel drin. Oh, scheiße. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so begeistert von der Waffe. Ich werde, denke ich, die Waffe jetzt nicht weiter benutzen, sondern ich werde mir jetzt erstmal die Pistole holen. Und dann werde ich... Ey, was starte ich denn hier? Sonst startet man doch immer am Raumschiff, oder nicht? Ich hole mir jetzt erstmal hier die Pistole raus. Da haben wir sie. Moment... Ich tue das mal da rein und das da rein. Ich will mal was wissen. X. Das ist bestimmt ein Schutzschild. Voll das Hässliche übrigens. Das können wir mal da rein tun. Boah, und wir haben schon wieder so viel Zeug eingesackt. Aber wir werden trotzdem nach unten gehen. Und dieses Mal werden wir siegen. Können ja schießen. Na komm, geh darauf. Und wir haben Schutzschild, das heißt, wir können schießen und uns schützen. Jawohl. Vielleicht löst das die Leute auch auf, wenn die zu nah kommen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich würde fast sagen, ich mache einen Cut und dann melde ich mich doch im nächsten Part wieder. Einfach, um dann im nächsten Part diese Burg komplett fertig zu machen. Ich würde die so auseinandernehmen. Ich meine, okay, ihr seht, die Waffe hat jetzt nicht viel Schaden, aber sie kann oft schießen, das ist auch gut. Und dann erforschen wir auch noch, was ist hier unten drin. Aber als erstes, wir gehen rein. Fear Guards. Oh, ich habe keine Kraft, keine Energie mehr. Ich werde mal das Brot, sag ich, das Fleisch essen. Ach, hätte ich gar nicht. Ich bin ja einmal gestorben. Stimmt ja. Naja, who cares. Okay, den hätten wir. Und den haben wir auch. Jawohl. Und wir haben eine Krone bekommen. Richtig cool. Erstmal hier alles abbauen. Ist denn da los? Schön die Rüstung mitgenommen, den Kerzenständer und jetzt natürlich noch den kompletten Thronsaal hier. Können die mit einem reden? Ich wette mit euch, wenn man Roboter ist, dann tun die einem nichts. Oh, hier ist ein geiler, hier, wie heißt's? Koch-Dings-Bumsens. Kochtopf. Hier habe ich voll viele Spritzen gefunden. Also, hier ist jede Menge Zeug. Oh, was ist da drin? Eine Spitzhacke und Rohstoffe. Ist auf jeden Fall trotzdem was. Ah, hier die Kerzen, Dingers. Wie heißen sie? Kronleuchter. Die Dinger, die will ich auch alle mitnehmen. Ich bin voll der Wichser, dass ich denen das alles klaue. Aber egal. Was wollen die denn damit? Machen hier doch nur Probleme. Okay, die macht echt wenig Schaden. Ha! Die Waffe aber nicht, Kollege! Ich habe aber noch Bomben. Hätte ich auch mal dran denken können. Was ist denn mit der Krone?
Kann ich die aufsetzen? Ja, kann ich. Geil. Ich bin der König Weihnachtsmann. Was ist denn los, Leute? Und damit verabschiede ich mich auch vom heutigen Part. Bis dahin und haut rein.